Heute spielen wir ein Bild, das den Geist in DBD, aka Philipp Oyomo, regelrecht zu einem Zappelphilipp werden lässt. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Krex und heute spielen wir ein Speedbuild auf Wraith. Und nein, es sind nicht die Windstorm Addons, bei dem er viel schneller laufen kann, als er eh schon laufen kann, sondern es sind die beiden Schattentanz Addons, bei dem wir einmal 60% bei dem lilanen und einmal 40% bei dem grünen insgesamt 100% mehr Geschwindigkeit auf Springen durch Fenster und Kicken von Generatoren, Paletten und Wänden bekommen. Und außerdem, was nicht in der Beschreibung steht, durchsuchen wir auch die Schließschränke um 100% schneller. Aber das reicht uns noch nicht. Wir nehmen dazu noch Bamboozle mit, bei dem wir nochmal 15% schneller durch die Fenster springen und Brutal Strength, bei dem wir die Paletten noch um 20% schneller kicken. Außerdem noch Enduring, bei dem wir uns 50% schneller aus den Stunts erholen und zu Enduring dazu noch Spirit Fury, damit wir einfach jede dritte Palette direkt aus dem Game kicken, ohne dass wir was dafür machen müssen. Und jetzt lasst uns sehr unvorhersehbar spielen und die Survivor hoffentlich aus der Bahn werfen. Okay, wir sind auf dem Schrottplatz in Autohaven. Sollte vielleicht gar nicht so schlecht sein, die Map. Einfach mal schauen, wie es denn so läuft. Die Stärke des Builds ist eigentlich, wenn man sehr unvorhersehbar spielt. Was natürlich, wenn man normalerweise einen gewissen Spielstil mit M1-Killern hat, hier eher etwas schwierig ist, sich ein bisschen dran zu gewöhnen, sich einzugrooven, aber nach einer Eingewöhnungsphase sollte das ganz gut gehen. Bergen hat ordentlich Progress schon drauf. Wir gehen mal rundum, dass wir vielleicht ein bisschen was... Ja, hier kommt schon der Nächste. Ah, nein! Zu knapp. Jetzt bekommt er die Palette. Na gut. Wir cloaken uns mal und brechen die Palette. Wir sind so schnell, dass er so gut wie gar keine Distanz bekommt. Ja, hier haben wir ihn. Er will seine Batterie ein bisschen rausballern. Das ist okay. Hier ist eine Palette, die wird er sofort werfen. Deswegen gehen wir nicht aus dem Cloak. Und tschak, tschak, ist das Ding weg. Okay, noch ein bisschen Batterie verbrennen. Sehr schön. Und dann... Oh, hier der Gen ist auch schon so weit. Wahnsinn. Ah, der Hit ist nicht drauf. Ah, wir müssen zu dem Gen gehen. Wir müssen versuchen, den noch ein bisschen zu verteidigen. Hier ist schon jemand weggerannt. Nee, da ist noch wer dran. Hier haben wir noch jemanden. Wir haben auch Spirit Fury ready. Sehr schön. Das ist ein Hit. Wir versuchen sie zu downen. Ich glaube, auch der Gen ist schon verloren. Zwei Gens durch. Wir wollten schneller als die Survivor. Okay, das hat sie abgefuckt. Oh, Dead Heart rettet einfach jeden. Aber bringt sie nicht weit. Okay. Ich denke, jemand macht den Gen jetzt fertig. Gut, zwei Gens verloren und einen Hook. Das könnte ziemlich heavy werden für uns. Ich dachte, vielleicht ist hier noch jemand, weil der Gen gerade fertig geworden ist. Hier haben wir das Boon-Totem im Truck, um das müssen wir uns auch kümmern. Am Täuschen zurück. Na, zumindest die Pellet ist raus. Wir haben noch kein Spirit Fury ready. Wir kicken den Gen, kostet uns kaum Zeit. Ne, wir müssen das Totem ausmachen. Wir müssen das Totem ausmachen, weil mit dem Hit-and-Run-Playstil von Wraith haben wir sonst gar keine Chance. Hier heilen sie sich. Komme ich durch? Ne, komme ich nicht. Das ist ein Block. Aber... Blinde du schön. Wir haben Spirit Fury ready. Wir gehen ein bisschen nach, wo er... Oh, ein Dead Heart zum Fenster. Okay, hier rein. Und dann haben wir hier die Palette. Nice. Dead Heart? Ne, hat er ja schon. Hat er ja schon fürs Fenster gezogen. Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen dreckiger spielen. Wir haben zwei Hooks und drei Gens durch. Wir kicken hier kurz den Gen.
werden rausgebrannt, aber das kostet ihn ordentlich Batterien. Wieso sitzt er da noch? Hat er balanced? Ja, er hat balanced. Okay. Dann gehen wir ihm nicht nach. Bin mir eh sicher, dass schon jemand zum Anhook hier ist. Hier. Ein Bill. Wirfst du mir die Palette? Sehr nice. Tschak, tschak. Weg ist sie. Hier ist ums Eck auch nochmal wer. Nochmal rein. Ankloppen. Wir gehen aber zurück. Mac. Und es ist auch schon jemand runter. Bill ist schon runtergegangen. Bill. Ich muss es einfach versuchen. Er hat zum Glück kein BT. Ein Bill ohne BT. Was ist das für ein Bill? Ich weiß es nicht. Hat er ein Decisive? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Oh nein! Okay. Das, glaube ich, tut uns ganz ordentlich weh. Sie sind beide hier verletzt. Hat da der Bill schon wieder geheilt? Hier steht das Totem schon wieder. Ich glaub's nicht. Weg mit dem Totem. Hier hinten haben wir noch den Bill verletzt. Okay, das funktioniert so auch. Dead Heart. Wo will er hin? Hier haben wir auch noch die Mac, die hinter uns her ist, wie es sich anhört. Somit schnappen wir uns auch noch schnell die Mac. Sehr cool. Oh Mann, die Hits. Wie viele Hits ich schon durch Fenster nicht bekommen habe. Das müssen Millisekunden sein. Aber das ist jetzt ein Down. Oh Mann. Ach Leute, der ist aber jetzt drauf. Und zurück zu dem lieben Tab. Jemand heilt ihn schon. Beide heilen ihn schon und ist schon wieder hochgeheilt. Irre. Okay, ich gehe zurück zu Mac. Da ist auch schon wieder Bill. Ey, die sind so altruistisch im Moment unterwegs. Hätte vielleicht ein Hit sein können. Ich riskiere es nicht. Ich brauche den Hook. Wir haben drei Leute verletzt. Einen haben wir hier unten. Okay, der ist ganz rüber gelaufen zum Truck. Brennt im Truck das Totem schon wieder? Nee, oder? Ich habe nichts gehört. Ich habe kein Totem gehört. Nee, er ist einfach nur so hierher gelaufen. Schafft er nicht. Er versucht es auch gar nicht. Er wollte irgendwie faken. Er wollte den Hit dodgen oder so. Alles klar. Wir haben ein kleines bisschen Pressure, aber sie haben halt auch nur noch zwei Gänse und die haben das übelst schnell durchgezogen. Wir kippen ganz schnell das Ding hier. Kostet uns so gut wie keine Zeit. Jedes bisschen Regression hilft. Hier haben sie sich beide geheilt. Halt schon wieder zu dritt und bekommen den Heal durch. Ey, das ist so krass. So krass, die ganzen Heals. Wie oft ich die schon gehittet habe. Wir versuchen hier... Ach, wir kommen aber nicht rechtzeitig, um hier direkt einen Trade hinzubekommen. Nee, dann versuchen wir uns den Bild zu holen. Und down wäre jetzt mega gut. Ah, oh, bitte. Ey. Ach, das wird nicht besser. Hier hinten ist halt gar nichts mehr, außer im Bus. Im Bus steht noch eine Palette. Ein Dead Heart. War das ein Dead Heart? Ich habe es nicht ordentlich gesehen. Und kein DS. Das ist gut für uns. Wir wissen jetzt schon mal, der Bill hat kein DS. Den könnten wir rausnehmen. Wir müssen jetzt mal nach den Gens schauen, auch wenn die Mac hier irgendwo wahrscheinlich gleich zum Anhook geht. Gehen wir mal kurz drauf, auch wenn kaum Progress ist. Normalerweise rentiert sich das nicht, aber in diesem Fall mit diesen Add-ons gar nicht so übel. Ist hier hinten wer dran, ist die Frage. Und sie machen das Totem wieder an. Ist es hier drin? Nee. Dann ist es wahrscheinlich wieder das unten in der TNL-Wall. Hier oben haben wir zwei Leute, drei Leute. Wir gehen dem Bill nach. Wir versuchen, den Bill jetzt rauszunehmen. Wir können den Bill gar nicht rausnehmen. Wir können den Bill nicht rausnehmen, weil hier drei Leute sind. Okay, alle laufen weg. Wir kicken noch schnell. Pam, pam. Und wieder vorwärts. Wieso kommt Tab zu mir? Er hat noch einen Dead Heart, oder? Ja, er hat noch einen Dead Heart. Aber einen Haken und zurück zu dem Gen. Ich bin mir sicher, das sind mehrere.
Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Keine Zeit verlieren. Ja, hier haben wir Quentin wieder. Ist sonst gar nicht. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mit dieser Palette im Bus. Der ist nicht mehr drauf. Gleich mal das Fenster blocken. Er geht wahrscheinlich zur Palette und vielleicht bekommen wir den Hit vorher durch. Und dann Stun. Boah, nice, nice. Das ist schneller down und sie haben den Gen durchgezogen. Hatte? Nee, er hatte Balanced Landing. Ich wundere mich schon, wo der Dead Hub bleibt. So, der Gen hinten. Ist noch am Regressen. Somit vermutlich links unten an dem Gen. Hier haben wir Bill. Bill? Hallo Bill? Alles klar bei dir? Das ist noch mit. Irgendwo brennt noch das Totem. Ich kann ihm aber nicht nachgehen. Ich muss die Gens patrouillieren. Hier hinten haben wir Tab. Der will mich nur ablenken. Ist hier das Totem? Nee, ist nicht. Der will mich nur ablenken, weil wahrscheinlich die Mac hier noch dran sitzt. Ja. Pop, pop. Und ey, mit welchem anderen Bild kann man das machen? Kurz einen Gen tappen und sofort wieder am Survivor-Arsch kleben. Zu gut einfach. Jetzt ist das... Das ist jetzt mega gut für uns, dass sie in die Richtung dieses Gens geht. Dass wir den gleich checken können. Aber der ist noch am Regressen. Wundert mich ein bisschen. Und wir haben halt keine Paletten mehr hier. Ein Dead hat noch... Da ist er auch schon, direkt an die Reifen. Plonk! Noch immer am Regressen. Vermutlich wieder hier unten. Oh Mann! Ah, zu stressig, zu stressig, zu viel Pressure. Hier läuft jemand runter. Den einzigen Druck, den ich noch aufbauen kann, wäre durch Quentin. Hier haben wir Tab, Tab und Bill. Nee, keine Ahnung, wo Quentin ist. Wahrscheinlich ganz oben am anderen Tor. Bin mir nicht mehr sicher, ob der Tab auch Deadhook ist. Wir haben noch 4 Hooks übrig. Aber ich glaube, Tab und Bill. Wir blocken hier mal die Palette. Da ist ein Deadhard. Ich glaube, Tab und Bill sind beide Deadhook. Ja, Deadhook, Tür ist offen. Blutwächter wäre jetzt das Nonplusultra. Aber okay. War eine gute Runde, war übelst stressig, Leute. Hat dennoch Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, was das Bild machen kann. Wie schnell man durch Fenster ist, die geblockt hat. Wie schnell man Paletten oder Generatoren kicken kann. Und dann Spirit Fury noch oben drauf. Das Leckerli für den Wraith. Aber wir haben halt auch keinen Gen Regression und gar nichts. Macht aber mega Spaß. Leute, schaut euch diese Items an. Hier Brand New Parts und eine grüne Toolbox mit zusätzlicher Reparatureffizienz. Und dann eben noch die Flashlights. Puh, war ganz schön anstrengend. Kein Wunder, dass mir am Anfang die Gens so um die Ohren geflogen sind. Aber nichtsdestotrotz, hat Spaß gemacht. Wiederschauen, reingehauen. Wir sehen uns im nächsten Mal.